Frieden schaffen ohne Waffen. Die permanente politische Scharfmacherei der ehemaligen Friedensparteien und Lieferung von Kampfpanzern verunsichern die Bürger. Und das kann ich gut verstehen. Die Lieferung der Kampfpanzer wurde also beschlossen. Sogar die Unionsparteien unterstützt das aus wahltaktischen Gründen. Was wir aber bräuchten, sind politische Lösungen statt einer weiteren Eskalation des Krieges. Deutschland sollte sich zurückhalten. Doch kaum erklärt der Kriegstreiber USA Panzerlieferungen, zieht auch Deutschland schon nach. Aber wie sollte das nur weitergehen? Kaum wurden diese Kampfpanzer bewilligt, fordert Zelensky Kampfjets. Mit den ständigen Waffenlieferungen haben wir uns längst zur Kriegspartei gemacht. Ich befürchte, dass diese Lieferung eine echte Zeitenwende für unser Land bedeutet und somit die Gefahr eines dritten Weltkrieges jetzt realer ist denn je. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland eine Atommacht ist, welche eine drohende Niederlage in einem konventionellen Krieg nicht hinnehmen wird und so einen Atomkrieg auslösen könnte. Der Krieg sollte am Verhandlungstisch beendet werden. Je mehr Waffen wir liefern, desto schlimmer wird doch das Ganze. Und es wird mehr Tote geben und die Situation wird immer verfahrener. Frieden kann man nur ohne Waffen schaffen.